Beispiel so Entertrainer in Deutschland, die also alles können, die, aber die haben so ihren eigenen Tanzbärenschritt, die kommen raus und da merkt man eigentlich schon, selbst wenn sie als Rattenschiss, als Schattenriss an der Wand wären, könnte man die schon erkennen. Und auch die unverwechselbare Stimme dieses Entertainers, den ich Ihnen jetzt ankündige, ein liebenswerter Kollege. Ich habe ihn mir eingeladen hier auf die Bühne, damit ich auch mal was zu trinken bekomme. Und er ist da, Harald Juhnke. Harald. Harald, auf den Applaus musst du dir nichts einbilden. Die würden auch klatschen, wenn du das zweite Mal rausgekommen wärst. Ja. Vielleicht sogar noch mehr. Du. Ja. Ich habe gerade in meiner schmeichelhaften Ansage, du kannst das da hinten nicht hören. Ja. Du wolltest auch links von mir sitzen, weil das das einzige Ohr ist, auf dem du noch hören kannst. Ja. Das habe ich ihm gleich gesagt. Aber er merkt sich wenigstens alle. Ja, du hast ja vorhin so ein Buch über mich gehabt. Ich meine, über mich braucht man doch nicht lesen. Wisst ihr das nicht alles? Was ich... Aber so, es gibt Archive. Archive. Ja. Und da fordert man von Menschen einfach, die berühmt sind. Ja. Also sehr berühmte Leute, da kriegt man so 20 Seiten und von dir habe ich eine Seite bekommen. Ja. Das ist so eine Art Info, da steht zum Beispiel, dass du drei Vornamen hast, nicht Harald heißt, sondern Harry. Ja. Wie weiter noch? Heinz, Herbert. Harry-Heinz Herbert. Mhm. War das damals wichtig, dass man in kinderreichen Familien, allein schon damit die also erkannt werden, ja, mit verschiedenen Namen, das ist so wie bei Lottozahlen? Nee, ich war ja alleine, wir waren ja nicht kinderreich. Vielleicht haben meine Eltern gedacht, damals in der Zeit, in der Nazizeit, was viele Kinder haben, die gleich gesagt, Harry-Heinz Herbert, wenn die gesagt haben, haben sie eigentlich Kinder? Und haben die gesagt, ja, Harry-Heinz Herbert. Haben die gedacht, die haben drei, was? Und Mutter hat schon ein Mutterkreuz gekriegt. Könnte ja, ich weiß nicht. Ja. Das ist ein Kreuz. Wie findest du denn meine Krawatte ist hier? Schau mal. Dallas, ja. Ja. Schön. Ist ja schön, nicht? Ja, schön. Du hast so ein 0815-Ding. Naja, nein, ja. Du sprachst gerade von der Nazi-Zeit. Darf ich mal fragen, bist du denn dafür noch geplant gewesen? So, ich bin Jahrgang 41, sehe aber wesentlich jünger aus. Ja. Bist du also damals noch so, waren deine Eltern so Enthusiasten, dass die sagen, schenk dem Führer einen Sohn? Nein. Nee, das nicht, aber ich wollte noch, weißt du, wie man so als Junge ist, ich wollte dann noch mitmarschieren, weißt du? Aber es hat mich keiner gelassen. Nicht? Nee, Gottes Willen. Es gab doch auch so eine Tauglichkeitsprüfung, gab es doch damals ja, auch schon. Ja. Ne? Du meinst, die habe ich damals schon nicht bestanden. Wedding. Wedding. Laufen gelernt im Wedding. Im Wedding, ja. Gesundbrunnen. Kennst du Plumpe, den Ausdruck? Natürlich. Plumpe. Da ging man doch immer an den Gesundbrunnen, an diese Plumpe und hat sich da was rausgeplumpt. Ja? Oh. Das ist Susanne. Bitte, was ist? Ja. Susanne, unsere neue Bedienung. Ja. Namen? Möchten Sie denn trinken? Ja, was trinke ich denn so öffentlich? Ja. Ist nicht öffentlich-rechtliches Trinken. Du kannst hier trinken, was du willst. Ich trinke eine Coca-Cola. Okay. Ich eine Pepsi. Also Marianne muss ich, Susanne. Wir haben nämlich beide einen Werbevertrag. Haben das hier ja. 1, 2, 3. Das ist Susanne und Susanne ist Modelschülerin. Die will mal später so in 20, 30 Jahren als Model arbeiten. Ja? Du bist auf einer Modelschule hier, servierst, die ist vom Secret Service, serviert das erste Mal vor Publikum und vor laufenden Kameras eine Cola für ihn und für mich ein Bier, bitte. Okay. Ja, aber im Steckschritt. Ja. Weil wir gerade vom Krieg gesprochen haben. Ja. Im Krieg bist du nicht mehr gegangen. Nee, nicht mehr, nee. Nee. Aber uns interessiert ja alle, wir kennen ja nun deine ganzen Sonnen- und Schattenseiten, die haben wir in den letzten Jahren so miterlebt. Ja. Wie lebt man mit diesem Image, dass man jetzt auf der Bühne öffentlich sich das bestellen darf, was man will? Ja, was die Leute nicht annehmen. Naja. Ist ja logisch, dass du hier jetzt nicht mit dem Eimer Apfelkorn hinsetzt, das ist ja klar.
Aber es gab doch auch mal Zeiten, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. wo du einfach mit so einer Cola nicht klarkamst. Du, es gab Zeiten, da wäre ich dann erst gar nicht gekommen. Aber die waren ja hier sehr vorsichtig, weißt du? Da hinten steht ja so eine Minibar, da saß schon einer von innen drin und hielt die Tür zu. Ich kam da erst gar nicht rein. Auf den Hotelzimmern steht ja immer so eine Minibar, nicht? Ja, ja. Die hast du dir früher mal über den Kopf gestülpt, nicht? Ja, oder ich habe mich gleich reingelegt. Weißt du? Ja. Um sich reinlegen zu können, muss man sie erst mal leer saufen. Die sind aber auch gefährlich. Du glaubst gar nicht, wie oft ich dran vorbeigegangen bin und immer gedacht habe, ach Gott, man kann ja mal reingucken. Aber wenn du es erst aufmachst, ist es vorbei. Wem sagst du das? Ja. Aber ich verkehre ja meistens nicht in diesen Häusern. Ich talke nur da drin, wo man auf dem Zimmer noch ein Getränk... Wie empfindest du das heute? Du bist ein Star, Harald Junke, kommt in ein Hotel und die stellen dir vom Haus, nicht die Minibar, den Schlüssel, den kriegst du ja sowieso nicht, die stellen dir dann gleich so ein Pülchen Sekt dahin, was denn schon so in so einem wässrigen Eimer steht, einen halben Tag, wo die Eiswürfel schon warm geworden sind. Nimmst du die mit, die Flasche? Kommt drauf an, was das für eine Marke ist. Hausmarke meistens. Die lasse ich dann stehen. Hast du alles, was irgendwie Hausmarke war, im Leben stehen gelassen? Manchmal habe ich eigentlich auch nicht mehr gewusst, was ich da getrunken habe. Ist das nicht schade, wenn man mit den guten Sachen anfängt? Ja. Und dann hinterher so dieses billige Zeug hinterherkippt und weiß gar nicht mehr, dass es billig war. Ist es nicht besser, wenn man umgekehrt anfängt? Naja, aber dann kommst du erst gar nicht zu den großen Sachen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns jetzt mal über deinen Werdegang. Seriös. Wie bist du da drauf gekommen, dass du Schauspieler werden solltest und wolltest? Du, ich bin durch den leider ja schon verstorbenen Kabarettisten und Schauspieler Dürr Herbst drauf gekommen. Der hat bei mir um die Ecke gewohnt und der war Schauspielschüler. Und ich wusste damit gar nicht anzufangen. Und da hat er mir mal zwei Theaterkarten gegeben und da sagt jeder da mal hin, guck dir das mal an. Da war ich im Deutschen Theater. Und habe ausgerechnet Romeo und Julia gesehen und habe das mir so angeguckt und habe gedacht, du, irgendwie kann ich das auch. Bin am nächsten Tag zu ihm gegangen, habe gesagt, du, Jo, ich will auch Schauspieler werden. Da ist der zusammengebrochen. Weil ich war damals so ein Stenz am Wedding. Ich hatte also, ich sah abenteuerlich aus, also noch abenteuerlicher als heute. Ich hatte so einen Hut auf, Ager, da kannst du nicht mehr sehen, nach dem Krieg gab es so einen Hut mit so einem breiten Rand. Nach welchem? Nach dem zweiten. Ja, da am Zweiten Weltkrieg, verstehst du? Und dann so einen grauen Anzug mit dunklen Nadelstreifen. Und dann hatte ich, weißt du, Wildlederschuhe mit Keilabsatz. Kannst du dir das vorstellen? Konnte gar nicht laufen, konnte nur so treten. Weißt du? Und nun kommt einer, und das war so ein hehrer, junger Künstler schon, Jo Herbst. Ja. Weißt du? Und der wollte eigentlich ganz was anderes spielen. Der hat sich sicher schon als Romeo gesehen. Und nun kommt so ein Stenz daher von mir, so ein, ich will auch Schauspieler werden. Dem ist eine Welt zusammengebrochen. Aber wir haben dann später oft miteinander gespielt und so und trotzdem noch sehr gut vertragen. Ja. Hast du denn eigentlich auch richtig Hochdeutsch gelernt auf der Schauspielschule? Bist du dann zur Schule gegangen? Ja, also ich bin, ja, natürlich. Ja. Natürlich, richtig zur Schule. Warum merkt man davon nicht? Du, weil ich mich tarne, weißt du, um vielseitig sein zu können. Wenn ich dann plötzlich spreche, wundern sich die Leute. Guck mal, sie ist schon da, aber das war schnell. Ja. Ein Applaus für sie. Wodka riecht man ja nicht. Nee. Du, das kenne ich noch, als ich beim ZDF war. Die haben auch immer so gerochen. Ist es so, eigentlich bist du ja gar kein Sänger. Nee. Auch eigentlich kein Moderator, Entertainer, sondern von Grund auf Schauspieler. Ja. Wir müssen dich ja manchmal noch in den alten Klamotten filmen. Auch sehen, ja. Die verfolgen mich ja auch, diese Filme. Aber ich habe von dir einen. Ja, ist schon gut. Ich habe von dir drei gesehen, ja. Wollen wir uns da... Besprechen wir ab. Ja. Das Thema ist ja aber da gibt es Filme, vor 20, 30 Jahren. Mhm. Da hast du eigentlich immer so den frechen Berliner gespielt, meistens am Wörthersee. Ja. Frauen waren auch dabei. Ja, hat dich das geprägt? Ja, weißt du, damals hat man Filme ja... Ich weiß nicht, wie du deine Filme angenommen hast. Ich habe immer als erstes gefragt, wer ist denn meine Partnerin?
Und wenn die niedlich war, habe ich gesagt, oh, das kann lustig werden am Wörthersee. Du hast du jemals die Textbücher gelesen? Hättest du ja den Film nicht gemacht? Es oder? Gab ja die Drehbücher, wurden ja erst am Ort geschrieben. Ja. Und du bist dann also nur hingegangen, weil Adele Sandrock deine Partnerin war. Ja, zum Beispiel. So eine schöne Sache, ja. Kennengelernt. Ja. Da bist du denn so, hast deine Sommer verbracht, ja. Hast ungefähr 50 bis 60 Kinofilme gedreht. 64. 64 den letzten Film gedreht. Ja. So, wir auch schon lange. Ja. Ja. Die Dinger, das ist ja gar nicht mehr der Jugend, wie man ihn heute kennt. So. Nee. Nein, aber das war damals war das ja das Einzige, was wir außer der. Ich habe ja in der Zeit immer Theater gespielt, war hier jahrelang an der Volksbühne, dann an der Komödie und Kurfürstendamm-Theater. Also es gab ja noch kein Fernsehen. Also wenn du eine Mark verdienen wolltest, musstest du diese Filme machen. Hm. Nee? Wurde denn damals das schon gut honoriert? Ganz anständig. Hast du damals gewusst, dass man sich das noch bis zu 8-mal im Kabel wieder angucken muss? Nee. Und was mich wundert ist, weißt du, dass das Einzige ist, dass die heutigen Klamottenfilme, also wenn ich die heute jetzt sehe, es gibt ja heute, ohne jetzt Namen zu nennen, auch diese Filme und die laufen ja auch über Kabel und über die rechtlichen Anstalten auch, dass die nicht besser sind als unsere damals. Ja, also waren die denn nicht gut so? Nee, also unsere hatten einen Vorteil, dass sicher eine Handvoll oder zwei Hände voll richtiger Schauspieler dabei waren und man konnte irgendwas machen. Es war meistens eine schwachsinnige Handlung oder gar keine Handlung. Und ich weiß nicht, wie dir gegangen ist. Wir haben ja dann immer so die komischen Rollen mehr gespielt. Da hat man gesagt, lass dir doch was einfallen, nicht? Irgendwas. Es gab gar keinen Text. Du kommst da an die Bahn, was passiert da? Gar nichts. Du kommst da rein, dann machst du eine an und lass dir irgendwas Lustiges einfallen. Und schon wurde gedreht. Naja, und so sah das eben manchmal aus. Aber anmachen ist doch eigentlich ein Naturtalent. Das kann man doch nicht in Büchern fixieren, wie jetzt zum Beispiel eine Frau angebaggert wird. Nee, aber es kann ja drinstehen, er macht sie an und sagt. Nicht? Mhm. Könnte ja drinstehen. Und sie antwortet. Aber wenn dir nur einer sagt, nur mach sie mal an und wart mal ab, was sie sagt, dann wird dir schon was einfallen. Ich habe dich mal in einer Rolle gesehen, das war in der Schwarzwaldklinik, da hast du eine sehr tragische Figur gespielt, ja. Einer, der nicht mehr lange zu leben hat. Ja. Da hat man eigentlich gemerkt, dass du ja eigentlich auch richtig was drauf hast. Ja. Stört dich das eigentlich? Nee. Nein, ich sagte ja, im Theater spielt ja nur so noch das Charakterfach, das macht natürlich viel mehr Spaß. Aber es ist nicht nur das. Ich muss dir sagen, wenn man beides macht, wenn man sowohl Entertainment macht wie seriöses Theater, dann muss ich dir sagen, Entertainment und eine Klamotte zu spielen, ist oft, weißt du sicher selber, sehr viel schwieriger als eine große, klassische Rolle, wie beispielsweise den Tartüff, den ich vor 2 Jahren gespielt. Du hast einen wundervollen Text. Du musst das eigentlich nur auswendig lernen, dir das passende Kostüm anziehen und gehst raus und bist die Figur. Als wenn du eine Stunde oder anderthalb Stunden die Leute unterhalten musst, hast nur einen schwarzen Vorhang, das ist schon schwer. Man hat mir mal gesagt, dass du im Auswendiglernen ein absolutes Genie bist. Du guckst dir so anderthalb Schreibmaschinenseiten an und hast die ein paar Minuten drin. Ja. Wie hast du ein fotografisches Gedächtnis? Ja, ich kann dir immer sagen, wo, auf welcher Stelle der Satz steht. Also wenn ich das Drehbuch habe, weiß ich da oben links, lerne ich von da oben links bis oben rechts. Es gibt allerdings zwei. Beim Theater musst du sorgfältiger lernen, weil du vergisst es wieder. Aber so das Kurzzeitgedächtnis, so beim Drehen, brauche ich zum Beispiel überhaupt nicht lernen. Ich habe das jetzt nicht verstanden, weil ich das schon wieder vergessen habe, was du gesagt hast. Du hast da aber sicher auch ein gutes Gedächtnis, sonst könntest du dir doch nicht die Pointen machen. Sie kommen so aus dem Lameng, da brauche ich aber gute Partner, weißt du, ich kann ja keine Selbstgespräche führen. Wir unterhalten uns ja hier einfach nur an einem Tisch, trinken was oder wenig oder gar nichts, haben auch Frauen, wir haben heute eine Frau eingeladen. Habe ich eigentlich für dich so ein bisschen gemacht, weil ich hier mal gelesen habe, ich kenne einen, der hat mal gelesen, dass du auch damals kein Kostverächter gewesen sein solltest. Naja, das ist ja lange her, weißt du. Wir sprechen ja vom letzten Sommer. Ja. Ja. Wir haben eine sehr hübsche Stewardess. Mhm. Die hat aber auch noch eine Firma, die ist Stewardess bei einer großen deutschen Luftfahrtgesellschaft. Namen dürfen wir nicht nennen. Lufthansa oder so ähnlich. Hat aber eine Firma gegründet und hat eine Marktlücke entdeckt. Und diese Marktlücke ist, da fragen wir sie einfach selbst,
Es ist Coco Hickt. Da fragt man sich erstmal, wie kommt man überhaupt zu dem Namen Coco? So nenne ich nur meinen Wellensittich. Ja? Oder auch Affen, das kann auch sein, ja. Ein? Ein Affen. Heißt du Coco? Nee. Wie kommst du denn? Affen heißt auch nicht Coco. Doch, gibt ja? es auch. Cheetah heißt Cheetah er. Cheetah auch. Wenn er überall hin macht, dieser kleine Cheetah. Cheetah. Kannst du nicht drüber lachen? Ja, doch, ja. Coco, ist das jetzt wirklich Konstanz oder so, ne? Ja. Gut geraten. Hätte ich gewusst. Coco Hickt. Hickt ist aber richtige H-E-C-K-E-I-C-K-T. Ja. Wo kommt der Name her? Aus Norwegen. Ah ja. Gut, also in Norwegen. Wir haben auch nichts gegen Ausländer. Nee. Norwegen. Coco hickt manchmal unheimliche Ideen. Aus? Indem sie Antwortbeanrufer bespricht. Ja. Damit die Leute, wenn du zum Beispiel zu Hause nicht da bist. Ja. Jesus. Kann ich sie engagieren und sie spricht dann für mich? Für 37 Mark spricht sie deine Kassette voll. Nö. Ach so. Wie? Stimmt Nein. nicht. Wie? Teurer geworden? Ist ein bisschen teurer, ja. Ja. Wie viel? Die kostet eine Kreativbahn kostet zwischen 120 und 140 Mark. Wir haben aber eine Imitationskassette hergestellt, die 37 Mark kostet. Ah, ja. Das hast du verwechselt. Ja, okay, wir hören uns mal ganz kurz an, was da so für eine Ansage kommt aus deiner Firma. Können wir mal hören? Liebe Brüder und Schwestern, es ist gut, dass Sie haben angerufen, diese heilige Nummer. Beachten Sie das helfende Gebot. Du sollst nicht auflegen. Lasset uns also gemeinsam singen. Ich spreche gern aufs Band. Das ist für 37 Mark, ja? Eine davon. Es gibt 10 auf der Kassette. Sag mal, wie seid ihr so ins Geschäft gekommen? Ihr sagt, macht das jetzt seit anderthalb Jahren zu dritt mit einem Mann. Also das war ja wohl nicht deine Stimme eben, nicht? Nein. Noch eine Freundin. Nur so als Tierstimmenimitator kann man auch zum Beispiel so verschiedene... Der macht zum Beispiel so verschiedene Figuren. Hat er auch Hallervorden drauf? Hat er drauf? Ja, den hat er auch drauf. Dall und Junker aber nicht? Nee, leider nicht. Ach, wir sind nicht zu imitieren, Harald, ja. Jetzt vielleicht können wir euch ja engagieren, wer weiß. Ja, wir machen das nicht für 37. Macht er ja auch nicht. Ja. Ich habe auch einen Anrufbeantworter. Du hast keinen, nicht? Nee. Siehst du, das sind noch Märkte, die offen ja, sind. Ja, genau. Nun bist du aber Stewardess bei der Lufthansa. Genau, bei der deutschen Lufthansa bist du Stewardess, hauptberuflich, und servierst. Genau. Was denn so? Was trinken so ein denn bisschen so? Essen, ein paar Getränke. Essen gibt es ja nur Babynahrung, vorne. Hinten in der Holzklasse gibt es ja nichts. Ne? Doch, eigentlich schon. Das würde mich mal interessieren, als Stewardess müsst ihr zu den Leuten, die vorne in den breiten Sitzen sitzen, also die mehr zahlen oder gezahlt bekommen, müsst ihr zu denen netter sein? Eigentlich nicht, nein. Wir sind zu allen gleich nett. Ja, aber es ist doch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich hinten also in der Schweineklasse sitze. Das heißt, wenn ich Selbstzahler bin, sitze ich immer hinten, geht ja auch so nicht. Ja. Und da kriegt man also nicht gleich so am Boden kriegt man da schon ein Gläschen Sekt oder O-Saft. Und dann hat man richtig also Porzellan, während hinten diese Pappteller-Nummer abläuft, wenn überhaupt, ja? Pappteller sind es ja nicht. Karton. Das sind die Snackbeutel. Snack, ja. Oder die Giveaways. So mit Früchten oder... Giveaways, das heißt, man gibt das wieder zurück. Ja. Brauchst du die ja nicht nehmen, wenn du nicht. Nehmen. Ich hatte letztens einen fürchterlichen Hunger und saß hinten, also da, wo die dritte Welt sitzt. Und... Und vorne, da wurde unheimlich darum gemacht und so, da machen sie doch den Vorhang zu. Okay, wenn ich vorne sitze, stört mich das nicht. Ja. Wir haben ja hier von Berlin noch nicht, wir haben ja nur so eine Art Club oder Clipperklasse. Wenn du jetzt zum Beispiel nach Hannover fliegst, 25 Minuten, ja. Und du kriegst diese, es wird also an deinem Tisch wird also ein französisches Pfeffersteak flambiert. Ja. Und dann kommt die Ansage, bitte bleiben Sie so lange
angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug völlig ausgebrannt ist. Ihr müsst auch mit diesen Schwimmwesten umgehen, nicht? Ja. Hast du das eigentlich jemals begriffen? Nee. Dass man, wenn es mal dazu kommt... Wie du das machst? Ja. Die Dinger fallen von oben runter. Ja. Nein, das sind ja die Sauerstoffmasken. Ach so, ja. Nein, die Schwimmwesten. Dass man die erst draußen im Wasser aufzieht, sonst kommt man gar nicht durch die Tür raus. Genau. Stimmt. Meinst du, dass sich da einer dran hält? Nein, bestimmt nicht. Die ziehen das Ding doch alle auf und jeder ist so 2 Meter breit. Ja. 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 Was sind denn deine Pläne so jetzt demnächst, Harald? Ich spiele erst mal Theater in Berlin. Hm? Und während ich in Theater spiele, mache ich einen Film. Und aber auch was Seriöses, nicht? Wir wollen erst mal sehen, ob es seriös wird. Und also ich bleibe in Berlin die ganze Zeit jetzt. Das heißt ja im Allgemeinen, wenn du in Berlin warst, war also die Absturzgefahr sehr niedrig. Immer. Ja, trotzdem wir hier so viele Lokale haben. Ja. Aber hier kennen mich so viele, die schließen dann schon, wenn ich komme. Aber du bist ja einer der wenigen, deswegen sage ich ja eigentlich, behaupte einfach mal, dass das nie ein großes Problem war. Weil du das immer noch, erstmal siehst du gesund aus mit deinen 60, ja, bist doch 60. Ja, ja. Ja, also im letzten Sommer seinen 60. gefeiert. Und wenn einer so richtig am Schluck ist, der wird doch gar nicht so alt. Nee. Nicht? Ist das vielleicht auch so eine kleine Masche, dass es also immer mal so Ausfälle waren, dass es gar nicht so schlimm war? Also, ja, naja, also Karell hat das mal gehabt. Der Karell hat mal, sagst du, alles von dem Harald, verstehst du, das macht alles so eine Tour von ihm. Er macht das immer komischerweise, steht er in den Zeitungen drin, bevor er irgendwas Tolles dann macht und hat erstmal die Leute. Und kurz bevor dann der Tolle kommt, also wo er dann auftreten soll, da steht wieder drin, es war alles gar nicht so schlimm und es ist er wieder da. Also mit dem Wunder, das war natürlich nicht der Fall, aber es war natürlich nicht so schlimm, wie es immer eine gewisse Zeitung bei uns eben schreibt. Aber die leben ja davon. Man muss ja die auch verstehen. Ich meine, guck mal, es gab so ein paar Sommer, wo immer sie konnten sich auf mich verlassen ein bisschen, nicht? Früher war es immer das Ungeheuer von Loch Ness und ein paar Jahre war es dann Harald Junke. Muss ich aber auch mal eins sagen, dass die Absturzgefahr, wenn du im Sommer durch so Bäder in Nord- und Ostsee muckst, dass da die Gefahr, dass man also sehr lange irgendwo versackt, größer ist, als wenn du zu Hause eine Frau hast, die die Flaschen versteckt. Ja. Wenn du jetzt so eine Tour machst, ich meine, mir geht das ja auch so, dann... Nur trinkst du ja nicht. Naja, ich weiß, es gibt ja nur einen, der das Trinker-Image hat in Deutschland, das bist du ja nun mal. Das hat ja, ich sauf seit 20 Jahren, über mich schreibt keine Sau. Vor einem Jahr wurde ein Erfolgstyp entdeckt, der seither viel Staub aufgewirbelt hat. Der Renault 19. Das automobile Gesamtkonzept und sein komfortables Raumangebot haben ihn von Anfang an in eine Spitzenposition gebracht. Entdecken auch Sie den Renault 19. Deutschlands meistgekauftes Importauto 89 der Kompaktklasse. Der Renault 19. Mann, ist das ein Typ. Wenn Ihr Kind nichts auf der Welt so sehr liebt wie Bonbons und Sie nichts auf der Welt so sehr lieben wie Ihr Kind, dann geben Sie ihm Nimm 2. Bonbons, die es mag und Vitamine, die es braucht. Nimm 2. Vitamine und Naschen. Klar und rein. Taufrisch ist das milde Timotei. Mit seinen Extrakten frischer Wiesenkräuter ist es ideal für tägliches Haarewaschen. Timotei schenkt Ihrem Haar natürliche Schönheit und Reinheit. Das milde, taufrische Timotei. Und schönes Haar ist ganz natürlich. Thank you.
Zelldiätprogramm. Ihre Gesundheit ist es wert. Wer gerne eigene Wege geht und fährt, wer Dynamik ebenso schätzt wie Komfort, erlebt ihn von seinen schönsten Seiten. Peugeot 405, im Zeichen des Löwen. Erleben Sie es, die ursprüngliche Fruchtigkeit sonnensaftiger Orangen. La Bamba. Sonne, Saft und Samba. Ein Narr, wer dabei nicht ins Lachen kommt. In Deutschland ist Humor ausgebrochen, drei tolle Tage lang. Im Karneval ist Humor kein Problem, aber dann. Dann kommt der Alltag der Duckmäuser, der Kriecher und Schleimer. Der Kölner Forscher Gerd Uhlenbruck sagt sogar, den Deutschen fehlt der Mut zum Humor. Mit dieser These sitzt er auf dem heißen Stuhl, denn fünf Gegner sind völlig anderer Meinung. Explosiv der heiße Stuhl, am Dienstag bei RTL Plus. Essen Sie auch gerne knusprige, ofenfrische Brötchen? Knack und Back. Kühl. Kühl. Frisch. Frischer Teig. Baguette. Baguette. Baguettebrötchen. Heiß. Heiß. Ganz heiß. Ofenfrisch. Frisch. Frisch. Duftend. Lecker. Lecker. Knack und Back. Knusprig. Knack und Back. Frischer Teig für frische Baguettebrötchen. Ja, stimmt schon. Ich arbeite am liebsten mit Technikern, die zugleich gute Gestalter sind. Also mit Profis, die echte Spitzenleistungen bringen. Schüco natürlich. Maßgeschneiderte Fenster, Veranden und Fassaden. Schüco International. Gustav, wo bleiben Sie? Unsere Ferrero Rocher gehen aus. Herr Baron, ich stehe im Stau. Fliegen müsste man können. Fliegen? Ah. Ich dachte schon, Ihnen sind die Rocher ausgegangen. In einem guten Haus geht das Gute niemals aus. Moment mal. Wo eine Rocher-Fabrik im Keller, lieber Baron? Ferrero Rocher. Adel verpflichtet. Entwickelt auf einem der größten Computer. Der neue Opel Vectra 2000. Sein 16V-Motor mit 110 kW, 150 PS. Sein serienmäßiges ABS. Und sein intelligentes Fahrwerk machen ihn zum Vectra der Vectras. Besonders auf etwas nasseren Strecken. Der Opel Vectra. Technik, die begeistert. Doch jetzt haben wir einen Gast. Wir hatten mal vor 3,5 Jahren auch hier in Berlin produziert. Es hat ein Schlachtschein gegeben und die Presse hat sich auch herrlich zerfetzt daran und sagt, Mensch, die reden nie wieder miteinander, aber wir reden eigentlich schon seit dem gleichen Sommer miteinander und ich freue mich ganz besonders, der zweite Versuch, er hat den Mut, ist wiedergekommen, das ist ein Applaus wert, Roland Kaiser. Du merkst, dass die Leute dich immer noch mögen, ja? Ja, ich weiß, ja, ja. Trotzdem ich gegangen bin, ja. Na, was heißt gegangen? Das war mal, ich glaube, man sollte das kurz ansprechen. Für die, damals hat es ja kaum einer gesehen, vor 3,5 Jahren hatten wir vielleicht 10% von den Zuschauern. Aber es wird seitdem permanent davon gesprochen. Ich werde immer angequatscht, was war nun? Du wirst angequatscht, was war nun? Was war nun? Ja, lass uns die Wahrheit sagen. Wir hatten das abgesprochen. Oh, neue Version, finde ich gut. Ja. Ich meine... ich meine, Sie glauben das nicht, ich glaube das auch nicht. Ich sage dir jetzt die Wahrheit, Karl.
Ich hatte zwei Kinokarten und musste zur Spätvorstellung. Es tut mir leid. Aber kein Junke-Film. Es war ein Kardai-Film. Also hast du mich in der Nacht dann noch ertragen müssen, ja? Ich hab mich gedoppelt in meinem Leben. Gut, es war vielleicht, es gibt manchmal so einen Blackout, was man, das habe ich auch mal. Du ja, kennst das ja auch. Ja, ja. Ich war sie in Bette, ja. Also. Ja, ja. Du kannst dann zum Beispiel nicht einfach aus dem Flugzeug abspringen, wenn dir die Leute stinken zum Beispiel oder der Pilot. Die sind gezwungen zu bleiben. Wir sollten eigentlich die nächste Talkshow mit dir in einem Jimbo machen. Entweder im Jumbo oder hier im Interconti, ich bleibe auch hier. Also auch hier. Bleibe auch hier. Deswegen habe ich dem Harald gesagt, wir wollten eigentlich dich hier mit Handschellen ganz schnell festmachen und so weiter. Aber ich bin jetzt auch ziemlich sicher, dass du bleibst bis zum bitteren Ende. So, nun wollen wir mal über deine Schlagerkarriere sprechen, über die wir damals nicht mehr reden konnten. Samta Margarina. Ja, lange ist hier. Nicht Bezell und du darfst, nein, Samta Margarina. Sei lieb, komm, es heißt Santa Margarina. Santa Margarina, Santa Margarina. Roland, das war ja nun der Hit. Ich weiß ja nicht, es gibt eigentlich Titel, da darf man sich nicht drauf ansprechen. Mir hat mal einer gesagt, dass du zum Beispiel manche Titel nicht mehr singst. Sieben Fässer Wein oder so, singst du nicht mehr, nicht? Doch, die singe ich schon. Sauflied, was ich heute mache, heute schütte ich mich zu, wäre eigentlich mein Titel gewesen. Nee, Karl, pass mal auf. Es ist generell nicht gut, wenn man Dinge gemacht hat und hinterher sagt, die habe ich nicht ernst gemeint. Die waren zur damaligen Zeit richtig. Ja. Und heute mache ich andere Sachen. Aber es gibt zum Beispiel, ich habe für die nächste Tournee vor, eine Reggae-Version von Sieben Fässer Wein zu machen, einfach um Spaß zu haben. Ich stehe zu den Dingen, die ich gemacht habe. Gut, Sieben Fässer Wein war ja nicht dein erster Titel. Wir müssen ja auch mal von den Flops sprechen davor. Können wir gerne machen, ja. Der allererste Titel, mit dem du so rausgekommen bist aus dem Geschäft, wollte ich sagen. Nein, natürlich, war ja das richtig. Nein. Die Dinger gibt es dann noch nicht mehr. Ich würde jetzt mal doch gerne wissen, du hast also einen Beruf gelernt und bist dann wie, das interessiert mich jetzt persönlich, ob dich das interessiert, interessiert mich nicht. Wie bist du ins Showgeschäft gekommen? Jeder hat ja so seine Story. Harald hat durch einen Kollegen und durch eine Schauspielschule das gelernt. Und Schlagersänger kann man ja nicht auf der Schauspielschule werden, oder? Willst du uns das etwa weismachen? Nö, komm. Auf Gottes Willen, nein. Ich habe ja nicht mehr Gesangsunterricht gehabt, nein. Ich bin dazu gekommen wie eine Jungfrau zum Kind. Also ich habe jemanden kennengelernt, der jemanden kannte, der bekannt war mit jemandem, der jemanden kannte. Ah, Klüngel. Klüngel. Schickimicki. Nein, nicht Schickimicki. In München heißt er Schickimicki, in Köln. Da war ich noch zu klein. Mit Schickimicki hätte sie mit mir nie beschäftigt zu der damaligen Zeit. Tun sie heute auch noch nicht, ist auch ganz gut so. Ich habe einfach mal behauptet, das, was die da machen, das kann ich auch. Also, okay, komm ins Studio, mach das mal, beweise uns das. Habe ich das gemacht, habe es sicherlich nicht ganz bewiesen, aber es hat gereicht, um einen 3-Jahres-Vertrag zu kriegen. Ja. Und das ist nun daraus geworden. Ja. Tut mir leid. Wie lange singst du jetzt schon? Beruflich oder privat? Sagen wir mal beruflich erstmal. 15 Jahre. Was zu trinken. 15 Jahre. Guck mal, Karl, heute trinke ich Weißwein und kein Wasser mehr. Ja. Ich bin geselliger geworden. Ja, ich hoffe, dass du dann auch lockerer wirst. Hat er dir neulich... Der ist gegangen, weil du ihm nur Wasser gegeben hast. Nein, der wollte mir Wein geben, ich wollte aber nur Wasser. Ach so. Er wollte Wasser und hat eine Tasse Korn gekriegt. Nein. Wenn du mir die gegeben hast, wäre es ja gut gewesen. Ja. Wir wollen doch nicht immer von früher reden. Ich weiß, willst du jetzt meine Geschichte oder willst du sie nicht mehr hören? Wollen wir sie hören? Ja. Ja. Die. Drei wollen sie hören. Sie auch, ja? Du warst in der Autobranche beschäftigt und bist dann nahtlos. Nimm mal Angst, hier sitzen noch Kunden rum von mir. Mach keinen Fehler. Ja. Ich war Gebrauchtwagen, mach keinen Fehler. Aber nein, es wäre doch schön, wenn Sie den Gebrauchtwagen heute noch fahren würden, nach 15 Jahren. Bestimmt niemand. Bestimmt bei der Firma, bei dir. Nein, pass auf. Ich habe gelernt, Automobil- und Werbekaufmann, was mir heute sehr hilft beim Texten. Und bin, wie gesagt, dann in den Gesang hineingefallen. Bin immer noch dort verhaftet. Verhaftet? Ja, verhaftet, ja. Behaftet? Hängen geblieben. Also nicht, du siehst das nicht wie eine Strafe. Verhaftet, mit dem Gesang verhaftet. Dann,
Das ist so, jetzt muss ich mal einfragen, was mich also auch so interessiert. Deine Zielgruppe sind ja doch ein bisschen die Frauen. Du singst ja, viel von der Liebe. Ja, du bist ein Troubadour und das singst... Das hast du gesagt. Man liest es so viel. Du musst nicht immer alles glauben, was du liest, gar. Wenn ich nur 10% von dem glaube, was ich von dir lese... Was ist dann? ...dürfte ich dich gar nicht einladen. Wenn 10% von dem stimmen, was du gelesen hast, dann müsstest du mich einladen. Aha. Wie kommst du so mit der Journalie? Im Moment geht das ja wieder rauf und runter, also in den Zeitungen. So Titelseiten, 10 Jahre altes Bild von dir, wo du noch aussahst wie... Wie was? Wie... Ne? Na, sagst du. Soll ich sagen? Wie du? Nein, nicht wie ich. Ach so. Nein. Wenn du so aussiehst wie ich, kommst du ja nicht auf den Titel. Nein. Aber ich krieg eine Fernsehsendung. Aber eben, ja, wie sah es eigentlich, also jünger eigentlich, 10 Jahre jünger aus? Du meinst so, also etwas schwerer? Ein bisschen wie Hamster Willi. Stimmt das wirklich, dass du mal 30 Pfund Übergewicht hattest? 40. 40 Pfund Übergewicht? 40, ja, gar nicht. Du warst früher auch so ein Fettsack. Das ist ja nur unverschämt. Das war. Wir hatten kein Übergewicht. Für unsere damalige Zeit waren wir richtig, Karl. Ja. Das war, glaube ich, nach dem Krieg, um den Wohlstand zu zeigen. Das ja. Du nicht. Moment, das war vor dem Krieg. Vom Vietnamkrieg sprichst du jetzt. Die Nummer mit dem Krieg hatten wir gerade schon. Ja. Aber du warst damals... Ja, wir waren dicke, gemütliche Kinder. Und beide aus dem Wedding. Und beide aus... Ah, yeah, siehst du. Siehst du. Oh, ich weiß heute ja sogar so. Ihr seid zusammen aufgewachsen. Eher als mein Sohn, ja. Ihr seid zusammen aufgewachsen. Hast du ihm denn etwa gesagt, dass er Sänger werden soll? Ja. Jetzt kannst ihn dann noch nie anzeigen. Jetzt kannst du ihn anzeigen. Kann man das jetzt noch strafrechtlich verfolgen? Das kann man. Natürlich kann man. Könnte man. Kann man machen, ja. Du hast jetzt durch deinen Job in der Autobranche, Autoverkäufer darf man nicht sagen, das ist ja Heck. Dieter Heck war ja Autoverkäufer. Ja, und hat er auch eine Sonderstellung dadurch. Eben. Dann kann er jetzt nicht, das darf er jetzt nicht sagen, dass er Auto... Nein, er hat ja gesagt, ihr braucht Wagen. Ist ja auch verdammt schwerer. Ich habe, wesentlich schwerer, als neue. Ja. Du musst ja wirklich mit einigen Tricks und so. Ja. Aber ich habe ja nicht alleine Autos verkauft. Ich habe ja, wie gesagt, einen Beruf, den Automobilkaufmann, also Einkauf, Verkauf, Disposition und so weiter und so weiter. Gelernt. Also übrigens, mein Talent als Autoverkäufer ist gleich null. Mach dir keine Sorgen. Du musst doch keine Angst haben, dass du hier mit dem Fiat 500 rausgehst oder so. Es geht auch alles ohne. Aber das wäre doch jetzt ein Markt, dass du die alten Trabis verkaufst. So. Nein, das war nichts. Ich wollte einfach mal wissen, ob man sich kasteien muss für seine Fans. Dein eigentlicher Humor ist auch ein bisschen anders als in deinen Liedern zum Beispiel. Du hast ein ganz lockerer, hat so, erzählt mal so Witze, die du auf der Bühne aber gar nicht erzählen würdest, nicht? So, ich meine, du lebst jetzt mit deinen Fans, deinem Publikum, die erwarten von dir, dass du eigentlich, heute habe ich mir extra einen Binder deinetwegen umgehängt, weißt du, und du kommst da raus wie mit so einem Don-Kosaken-Hemd. Ich bin extra heute rausgekommen, um mich dir anzupassen, aber du hast dich heute mir angepasst. Ja, siehste, das ist ja das Missverständnis. Harald läuft immer so rum. Eben das ist auch gar nicht sein Schlitz, das ist seine Zunge, die raushängt. Beleg, musst du zugeben. Ja. Du bist ja eigentlich immer so der Schniekemann, nicht? Ja. So, fühlst du dich wohl, Hemd? Ich fühle mich wohl, du. Ich habe so angefangen, verstehst du, als junger Mann und bleibe als alter auch so. Du bist gar nicht so ein Typ, der in Jeans und mit dreckigen Pullis rumläuft? Selten. Ja. Ich spiele solche Rollen, aber privat laufe ich immer so rum. Nachts auch? Habe ich seidene Schlafanzüge. Oh. Das glaube ich dir sogar. Du musst mal vorbeikommen. Ja? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du nachts auch noch eine gewisse Mode oder abends, wenn du dann mit deiner Zigarre durch deine Wohnung läufst, dass das irgendwie so auch irgendwo... Mich dann animiert, meinst du? Ja. Na, welchen Spaß muss man ja auch in dem Alter noch haben. Ne? Ja. Über dein Privatleben redest du nicht gerne, nicht? Oder? Du willst wissen. Ich will einfach mal wissen, wie das so weitergeht jetzt. Nee, das stimmt alles nicht. Ja, na, was willst du jetzt? Komm, frag mich jetzt genau, was du willst. Lass uns offen sein. Okay, offen.
Wann warst du das erste Mal richtig verliebt? Entschuldige bitte. Das ist lange her, mit 15. Mit 15. Mhm. Und hat's geklappt? Meistens nicht. Weiß ich nicht. Müsste ich sie mal fragen, ob das damals geklappt hat. Ich aber wenn es eine ältere Frau war, dann müsste man... Weil ich glaube, dass also ältere Frauen, das gibt es ja manchmal, da gab es mal so ein Lied, ja. Ich war 16 und sie 82. Maffay, war doch Maffay. Das war Peter Maffay. Sie war, ja. Ich war 16 und sie 82. Die kann man ja nicht mehr fragen. Ja, also, bitte. Was wolltest du? Du wolltest was sagen? Ja, das stimmt nicht, was du sagst. Das hieß, ich war 16 und sie 81. Nicht 82. Ah, okay. Dann lohnt es sich ja noch. Nochmal nachzudenken. Ja. Doch nochmal nachzudenken. Ja, ja. Wie alt warst du? Weißt du noch? Im Park. Ist so lange her, weil ich halt, da kann er sich nicht mehr dran erinnern. In welchem Alter? Zwischen 18. Jetzt habe ich gesagt, jetzt. Ist ja noch ja nicht so lange her, denn. 40 Jahre. Der 40 Jahre. Hör mal zu, ich bin 49, sehe wesentlich jünger aus. Wie alt bist du? Hast du etwa an deinem Geburtsdatum rumradiert? Zweimal. Wie das manche Schauspieler gerne machen. Er steht zu seinen 60,5. Ja. Du bist? 26. Geboren. Und? 26. Ich bin, ich fühle mich sehr wohl, ja. Du bist 1952. Ja. Immerhin, also fast 38. 38. Ja. Gibt es denn irgendwann eine Schwelle, wo ihr also nicht mehr so ankommt? So Freddy Bertelsmann zum Beispiel. Der hat früher auch mal so den lachenden... Ja. Und den lachenden Nachbarshund meinst du jetzt? Nein. Der lachende Vagabund. Freddy Bertelsmann, durch den Leserang sehr bekannt. Ja? Sehr bekannt, ja. Freddy kennst du ja. Schifft ein weißes Pferd nach Hongkong. Freddy kennst du. Und der hat also auch so, der war so ein bisschen in den 50s für mich das, oh, hoffentlich sage ich jetzt nichts Gemeines, was du heute für mich bist. Ja. So sehe ich das aus meiner Lage. Aus deiner Lage. Ja. Gut. Gibt es irgendwo eine obere Grenze, wann man aufhört? Du nicht, ich auch nicht. Nein, ich denke jetzt gerade darüber nach. Glaube ich auch in seinem Fall nicht. Weil denk doch an Alexander. Wie alt ist Alexander? Ist Anfang 60, ist glaube ich zwei Jahre älter. Wie heißt der mit Nachnamen? Peter. Ach so. Peter Alexander. Naja, aber ich meine, du siehst, und der ist nach wie vor tätig. Ja. Singt, na, dass du letztens in deiner Show, wie kriegt man ihn in seine Show? Muss man da überall so Geld hinlegen, damit er da... Ja, man muss lieb mit ihm sein, ja? Verstehst du? Ja, dann kriegst du ihn rein. Er kommt auch in meine Show. Na klar. Ah, du gehst auch langsam überall hin, nicht? Ich bin ja auch zweimal. Ich bin ja zweimal zu dir gekommen. Zweimal. Ja. Nee. Der Mann, der zweimal kommt. Wenn du, jetzt bist du neidisch, ne? Ja. Jetzt bist du neidisch, ja. Deine Frage nach dem Alter. Ich meine, weißt du, ich höre dann auf, wenn die ersten Tomaten fliegen. Wenn hat jetzt welche jemand sitzen welche hast, da? Komm. Das ist so alt, der Gag. Ja. Wenn du jetzt jemanden fragst über Tomaten, gut, dann werden so viele. Muss ich aufhören. Wenn wirklich keiner mehr kommt in eine Konzerthalle, dann muss ich aufhören. Ja. Gehst du jetzt mal wieder auf Tour? Moment nicht. Warte, nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Harald spielt Theater, Kuckuck, Quatsch, Bänder voll. Ich quatsch alle voll. Du hast ein neues Lied gemacht, das werden wir uns jetzt anhören. Ich verabscheue mich. Ja, hier, schönen Dank. Und zwar das fünfte Element, Roland Kaiser. Ich verabschiede mich bei Coco Hick. Schönen Dank, dass du da warst. Du musst auch noch. Nein, du bleibst so lange sitzen. Du bleibst Harald Junke und verabschiede mich von mir. Es war nix. Und bedanke mich. Kennst du nicht? So, Karl.